Radetzky macht nur Sinn, wenn das Bier dabei ist. Lars Bender, wir starten. Thema Töpferkurs. Du bekommst als Strafe einen Töpferkurs aufgezwungen. Welchen kreativen Kopf nimmst du mit? Sven Bender, Leon Bailey, Karim Bellarabi oder Nadim Amiri? Auf jeden Fall Sven Bender. Der töpfert wie kein anderer. Es geht auf eine einsame Insel und du kannst dir aussuchen, mit wem du die Zeit dort verbringen darfst. Wen nimmst du mit? Kerem Demirbay, Julian Baumgartlinger, Sven Bender oder Lukas Radetzky? Ich nehme einen Baumi mit. Warum? Ah, mit dem hast du Gaudi. Und Radetzky macht nur Sinn, wenn das Bier dabei ist. Sven habe ich schon beim Töpferkurs, von dem er bleibt nur Baumi. Du musst ein Wettrennen gewinnen. Wen würdest du als Partner wählen? Moussa Diaby, Patrick Schick, Karim Bellarabi oder Nadim Amiri? Ich glaube, ich würde Karim nehmen. Traust du es den anderen nicht zu? Doch, aber ich soll nicht entscheiden. Ich nehme alle mit. Challenge. Wer hält es am längsten im Eisbad aus? Gegen wen hast du keine Chance? Peter Bosch, Karim Bellarabi, Sven Bender oder Lukas Radetzky? Womöglich mein Bruder. Ja. Wenn, dann mein Bruder. Einer aus deinem Team hat das Privileg, auf deiner Hochzeit singen zu dürfen. Wen wählst du dafür aus? Wendell, Kerem Demirbay, Nadim Amiri oder Sven Bender? Wendell. Wenn der singen anfängt, dann kriegst du Gänsehaut. Was könntest du dir da vorstellen? Aber nicht, weil er toll singt. Nee. Ja, du, ich glaube, da ist das, der hat ein gewisses Spektrum. Also der, glaube ich, kann alles runterdrillern. Sämtliche Genre kann der bedienen. Wunderbar. Du hast die Möglichkeit, einen DJ für eine neue Party zu bestimmen. Wer kann diesem Job am ehesten nachgehen? Leon Bailey, Mitchell Weiser, Karim Bellarabi oder Moussa Diaby? Auf jeden Fall Karim Bellarabi. Das ist auch in der Kabine so. Ja, ich glaube auch, ich habe schon mal irgendwas gesehen, dass er auch sein eigenes Equipment hat, von dem her, da kann man ihm vertrauen. Du darfst zusätzlich entscheiden, wer auf das Party-Event mit dir mitkommen darf. Für wen entscheidest du dich als Begleitung? Edmond Tabsoba, Kerem Demirbay, Charles Arangis oder Lukas Radetzky? Lukas Radetzky. Warum? Ja, sorgt zumindest immer biertechnisch für Nachschub. Bist du nie trocken. Du wirst ins Dschungelcamp eingeladen, darfst aber deinen Platz weitergeben. Wem traust du die Teilnahme am ehesten zu? Lennart Grill, Ezequiel Palacios, Sven Bender oder Julian Baumgartlinger? Das ist richtig fies. Das ist richtig fies. Dschungelcamp. Kannst ja froh sein, dass du da nicht hin musst, dass du den guten Platz weitergeben darfst. Ja, Sven wird da niemals aufschlagen. Nee, brauche ich auch nicht. Lennart kenne ich jetzt noch nicht so lang, aber ja, vielleicht ist er ein Kandidat. Ich schicke den mal in den Dschungel. Ja. Ist ja ein super Einstand. Ja. Du darfst entscheiden, wer eine Woche ohne Handy leben muss. Wen wählst du? Sven Bender, Jonathan Tah, Mitchell Weiser oder Karim Bellarabi? Karim Bellarabi. Das würde ich einfach gerne sehen, der ohne Handy irgendwie mal eine Woche auskommt. Kannst du dir nicht vorstellen. Du darfst entscheiden, wer an einem Salsa-Tanzkurs mitmachen darf, der von Bayern 04 natürlich aufgenommen und veröffentlicht wird. Wen wählst du? Sven Bender, Lukas Radetzky, Nadim Amiri oder Julian Baumgartlinger? Salsa-Abend. Mhm. Auf jeden Fall Sven Bender. Der kann richtig gut tanzen. Das weiß ich nicht, aber ich würde es gerne sehen. Aber einen Tanzkurs gab es damals bei euch nie. Doch, doch, auf jeden Fall. Also ist schon ein bisschen was da. Sieht vielleicht nicht mehr so aus, aber beim Tanzen ist das schon auch teilweise wirklich geschmeidig, was wir dann da bieten. Du darfst dir einen Buddy bei einer Elfmeterschießen-Challenge auswählen. Wen nimmst du? Charles Arangis, Lukas Alario, Edmond Tabsoba oder Sven Bender? Lukas Alario. Der sollte das gut hinkriegen. Da ist das Vertrauen da. Perfekt. Danke Schön. Dir. Perfekt.